Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Redewendungen wie diese gehören zum Allgemeingut. Jeder kennt sie, erinnert den Zusammenhang und weiß, von wem sie sind. In diesem Fall ganz eindeutig Wilhelm Busch und Max und Moritz. Diese Bildergeschichte aus der Feder des wohl berühmtesten niedersächsischen Volksdichters wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Grund genug, eine ganz besondere Werkschau ins Leben zu rufen und für unseren Reporter Frank Behmroth mal nachzuhaken, was denn noch so hängen geblieben ist. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Oh, Max und Moritz. Nee, was wollte? Ritsche, Ratze, in die Mühle? Nee. Ritsche, Ratze und kriege ich nicht mehr zusammen, nein. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge. Ritze, Ratze, voller Tücke. Voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Geht doch. Man kennt sie, Wilhelm Buschs Bad Boys. 150 Jahre alt ist diese Bildergeschichte. Zum Jubiläum gibt es diese nicht nur im Original zu sehen. Die Ausstellungsmacher wollen verblüffende Zusammenhänge herstellen. Also im Grunde genommen ist es ein früher Comic. Es ist eine Bildergeschichte, die Wilhelm Busch aber, und das war das Novum, erstmals für ein Buch und noch dazu für ein Kinderbuch dann auch konzipiert hat. Und er hat eben alle Elemente schon in dieser Max-und-Moritz-Geschichte drin, die wir heute mit Comic verbinden. Das Erzählen, das Überzeichnen, diese Lautmalereien, die es gibt und natürlich auch ein bisschen dieses Absurde und Groteske, was passiert. 1901 wird das erste Mal abgekupfert. Max und Moritz sind Paten für die Katzenjammer-Kids des New York Journals. Nachweislich der erste Comic weltweit. Die Zeitung wollte mit der Bilderbuchbeilage das Geschäft anheizen. Und der Zeichner Rudolf Dirks, ein gebürtiger Deutscher, hat von dem Verleger Randolph Hearst den Auftrag bekommen, für die Sonntagsbeilage des New York Journal eine Geschichte zu entwickeln. Und er hat ihm beim Auftrag dazu gesagt, something like Max and Moritz. Was danach folgt, ist eine Entwicklung, die in Deutschland von Mackie über das kleine Arschloch bis zu modernen Manga-Figuren reicht. Max und Moritz sind mittlerweile nur noch mit viel Fantasie erkennbar. Und die innovativen Lautmalereien à la Wilhelm Busch Ritze, Ratze. Sind zu feisten Sprechblasen und somit abstrakter Geräuschkulisse eines jeden Comics geworden. Und darauf gründet dann ja letztlich auch das, was dann im Comic in Amerika weiterentwickelt wurde und wo wir hier eben ein Beispiel sehen von der deutschen Ottifanten-Serie. Wer Originale liebt und seine Kenntnisse über die revolutionären Rabauken Max und Moritz auffrischen will, wird sich in dieser Ausstellung nicht nur amüsieren. Man nimmt mit aus dieser Ausstellung, dass die Erfolgsgeschichte, die vor 150 Jahren in Wiedensaal begonnen hat, nun weltumspannend die Kunstform des Comics mehr oder weniger initiiert hat. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Genau. Die Ausstellung ist von Sonntag an zu sehen im Wilhelm Busch Museum Hannover und zwar bis Ende April.